Hi und herzlich willkommen bei Storytuber Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen super leckeren und schnellen Walnusskuchen ohne Zucker und ohne Mehl, für den ihr nur 3 Zutaten benötigt, selber machen könnt. Starten wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar benötigt ihr als erstes 150 Gramm Walnüsse und diese werden zunächst in einem Mixer fein gemahlen. Als zweite Zutat benötigt ihr dann noch 3 Eier und diese werden zunächst getrennt. Anschließend gebt ihr dann die Eigelbe sowie die gemahlenen Walnüsse in eine Rührschüssel und verrührt beides zusammen. In einer weiteren Schüssel werden dann die Eiweiße aufgeschlagen und wenn ihr diese dann zu einem richtig steifen Eischnee geschlagen habt, werden anschließend noch 100 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit hinzugegeben und beides zusammen für ca. 5 Minuten weitergeschlagen, da sich das Erythrit so gut mit dem Eischnee verbindet. Anstelle von Erythrit könnt ihr hier natürlich auch gut Xylit verwenden. Da es etwas süßer ist, würde ich euch aber empfehlen, dann nur ca. 70 Gramm zu verwenden. Als nächstes nehmt ihr euch dann die Walnuss-Eigelbmasse dazu, gebt zunächst erst einmal 2 bis 3 Esslöffel des Eischnees zu der Walnussmasse und rührt diesen dann kurz ein. Ja, und dann gebt ihr die gesamte Walnussmasse einfach zu dem Eischnee und hebt sie wirklich nur so kurz wie nötig unter, damit ihr euch das Volumen nicht wieder aus dem Eischnee herausrührt. Ja, und damit ist der Teig für den Walnusskuchen auch schon fertiggestellt. Nehmt euch jetzt eine Springform mit einem Durchmesser von ungefähr 20 cm, legt diese mit einem Backpapier aus, fettet den Rand gut ein und füllt den Teig anschließend hinein. Den Teig könnt ihr dann in der Form vorsichtig noch ein wenig verteilen. Ja, und dann kann es auch schon ans Backen gehen, und zwar im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 35 bis 40 Minuten, wobei ihr den Kuchen nach ca. 20 bis 25 Minuten abdecken solltet, damit er euch von oben nicht zu braun wird. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen dann am besten vollständig in der Form auskühlen, löst die Springform dann und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Walnusskuchen dann noch mit ein wenig Schlagsahne und Walnüssen dekorieren. Das Rezept könnt ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.storytopia-zuckerfrei.de nachlesen. Einen Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Rezept gefallen hat und schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin! Macht's gut!